aber durchaus sinnvolle Teamkomposition hinauslaufen. Und da springen wir auch direkt schon rein in die besagte Pick-and-Bun-Phase. Dann der gute Ryze und die gute Sivir, von der können wir uns gleich wieder verabschieden. Ich denke auch vom Lucian können wir wahrscheinlich wieder Abstand nehmen. Das Problem, was KT bis gerade hat, wenn sie jetzt Lucian bannen, können sie da bis noch einen Jungler bannen. Man könnte natürlich beide offen lassen. Allerdings könnte das dazu führen, dass auf der Seite von Longzhu ein Jungler eventuell gebannt wird. Man sagt sich auf jeden Fall, Caitlyn möchte man nicht nochmal auf dem guten Arrow haben, der hier wirklich sehr, sehr stark gerade auf ihr performt hat. Jungler noch immer beide offen. Wird wahrscheinlich auch so bleiben. Es kommt immer darauf an. Longzhu sollte jetzt wahrscheinlich Kindred oder Nidalee bannen. Dann wäre KT dazu gezwungen, einen von beiden zu bannen. Man hat halt den First Pick und kann sich so ziemlich aussuchen, was man haben möchte. Die Powerpicks werden damit auch alle beiseite geschafft. Ansonsten könntest du halt überlegen, beide wirklich offen zu lassen. Aber KT hat halt immer noch Möglichkeiten oder Raum für Fehler, wenn sie halt den Jungler nicht bannen sollten. Und so ist es richtig. Sie bannen den Jungler nicht. Und jetzt kann man sich aussuchen. Entweder man lässt beide offen und kriegt halt quasi den, der von Longzhu offen gelassen wird. Oder du nimmst halt Kindred oder Nidalee noch raus. Das steht dir halt selber noch offen. Allerdings gibst du damit halt automatisch einen der besten Jungler in das gegnerische Team, ohne selber einen haben zu können, der das Ganze noch so annähernd contesten kann. Und wir sehen was. Es werden beide Jungler offen gelassen. Dann können wir davon ausgehen, dass hier entweder die Priorisierung kommt, und das wäre Nidalee anscheinend in dem Fall, oder dass halt der Jungler nach hinten weiter rausgeschoben wird, weil es ist klar, dass jedes Team nur einen von beiden nehmen kann. Du könntest theoretisch jetzt auch beide picken, Kindred und Nidalee, hast aber keine Möglichkeit momentan, einen von beiden effektiv auf einer Lane unterzubringen. Wir haben im letzten Split des Öfteren den Versuch gesehen, dass Kindred auch mal, ich glaube zweimal, was insgesamt auf ADC gespielt wurde, aber beide Male wirklich komplett ohne Erfolg. Also Kindred bleibt dort wirklich mit ihrem reinen Jungle-Potenzial vorhanden. Genauso wie Nidalee. Früher gab es immer diese Möglichkeit, Nidalee entweder in der Mitte zu spielen, als der Speer noch nicht verändert wurde, oder sie halt auf diese AD-Variante auf der Top-Lane zu spielen, was wirklich widerwärtig war. Ich habe es damals gehasst, mittlerweile aber alles so gepatcht, dass es nicht mehr gut möglich ist für sie. Und dementsprechend kann man wirklich beide Picks einfach nur auf den Jungle dort setzen und man zeigt nichts. Du zeigst jetzt quasi deinen Jungle und deinen Top-Laner, wogegen du nicht großartig counterpicken kannst. Das, was du als letztes zeigen möchtest, ist wahrscheinlich die Mid-Lane. Um da einfach am wenigsten Möglichkeiten für Counterpicks zu lassen, die ja da durchaus möglich sind, auch wenn die Meta ein bisschen festgefahren wirkt. Darf man nicht vergessen. Jetzt kann man sich halt überlegen, was man macht. Sinnvoll wäre wahrscheinlich, den Top-Laner mitzunehmen. Du kannst den Support noch mitnehmen. Alleine schon, weil ja Lucian noch offen... Ah, nee, Lucian wurde auch noch gebannt, hab nichts gesagt. Dann könntest du halt überlegen, ob du einen synergierenden Supporter noch mit dem Top-Laner zusammen rausnimmst. Welche Überraschung, wir werden Maokai auf der Top-Lane sehen. Das war natürlich überhaupt nicht vorhersehbar. Also da muss ich auch sagen, die Top-Lane-Meta sehr, sehr festgefahren. Ich habe jetzt, glaube ich, innerhalb aller LCK-Games, die ich in diesem Split bisher gecastet habe, das war eine ganze Menge, wirklich bloß drei verschiedene Champions gesehen. Meine Maokai kann man sich noch aufheben, was willst du machen? Jungle und Top-Lane wurde bereits gepickt. Du könntest überlegen, den Echo jetzt noch in die Mitte zu flexen und den Maokai dann noch rauszunehmen, gerade weil man sich entschieden hat, Kalista und Braum rauszunehmen. Das wird aber schwierig. Die Braum, den Braum-Pick finde ich ehrlich gesagt persönlich ziemlich gut, weil du damit den Ash-Pick denies. Braum funktioniert ziemlich gut gegen Ash. Und ganz ehrlich, wenn jetzt Kalista noch raus ist, Sivir ist gebannt, Caitlyn ist gebannt und der gute Lucian ist gebannt, was bleibt noch großartig übrig? Also hier haben wir einen ganz eindeutigen Einschnitt in die, ja, in die AD-Carries. Draven würde ich natürlich hypen. So, Sola würde im Nebenraum jetzt wahrscheinlich aufspringen und sagen, Draven! Aber die Wahrscheinlichkeit ist denkbar gering. Der Twitch wäre schon eher eine Möglichkeit. Ezreal ist auch noch offen. Twitch haben wir das ein oder andere Mal bisher gesehen als LCK, aber nicht mit großem Erfolg. Ezreal wäre halt eher der sichere Pick, der halt auch gut den Kalista performen kann. Das darf man nicht vergessen. Also er hat da eine sichere Lane, weil er sich halt abgesehen vom Slow auch zurückziehen kann. Mit seinem E, mit dem Arcane Shift. Oh Gott. Mir schwant Übles. Ezreal Taric auf einer Lane. Are you serious? Also für diejenigen von euch, die es nicht wissen, gebt einfach mal, was ist das, Summoner Showdown? 2 oder 3 ist das, glaube ich, mit Taric und Ezreal. Gebt das einfach mal ein bei YouTube. So, jeder, der das Video noch nicht gesehen hat, hat eigentlich was verpasst. Und ich muss, werde halt sofort daran erinnert. Und auch hier, Jayce, ein Pick, den wir lange nicht gesehen haben, der aber gerade übel gut in die Komposition reinpasst. Jayce ist halt so dieser typische Poke-Squishy-Zerstörer. Was haben wir? Wir haben eine Kindred, wir haben einen Ezreal und wir werden wahrscheinlich auch noch einen Squishy erleben. Ich meine, das könnte noch immer in der Theorie ein Ezreal Mitte sein. Wenn denn aber bitte auf AD. Aber ich denke, dass es wirklich Ezreal ADC sein wird. Also hier
sehr, sehr weit jetzt abgewichen von der Meta. Das erste Mal, dass ich persönlich jetzt Taric sehe im neuen Split. Bin gespannt, wie der sich da etablieren kann. Lissandra wäre ehrlich gesagt ein Pick, der gar nicht so schlecht wäre in der Komposition. Gerade gegen Jace wäre Lissandra übel gut auf der Lane. Du hast Gankpotenzial hoch 3000. Zilean wäre halt eher der safe Pick, der mir... Der okay ist für die Lane, aber Lissandra würde ich um einiges mehr dort präferieren. Gerade auch, wenn du dir das mal so anguckst. Wenn du in den Teamfight reinkommst, mit dem direkten Lockdown auf eine Lissandra, ist das halt schon ziemlich viel wert auf eine Lissandra. Die Bomben beide anzubringen für einen effektiven Stun wird schwierig gegen eine Kalista. Aber gut, es soll der Zilean sein. Also Zilean macht jemanden, kann jemanden irgendwie wiederbeleben. Du hast einen Taric, der jemanden eine Zeit lang unsterblich machen kann. Du hast einen Kindred, der jemanden eine Zeit lang unsterblich machen kann. Du hast einen Echo, der sich selber mit dem Ultimate eine Zeit lang unsterblich machen kann und da irgendwie rausziehen kann. Und du hast einen Ezreal, der halt super schwierig zu erwischen ist. Also das nenne ich mal auf Nummer sicher gehen. KT hier auf jeden Fall mit einer ziemlich widerwärtigen Komposition, muss ich sagen. Also der Ezreal, der wird bei Zeiten und gerade im Late Game ziemlich ausrasten können. Auf der anderen Seite, sage ich mal, eine ziemlich meterlastige und safe Komposition. Der Jace fällt halt ein bisschen aus dem Raster momentan raus. Allerdings ist Jace nicht schlecht. Unterschätzt das nicht, der Schaden von Jace, der ist enorm. Und du hast halt auch einen guten Poke-Schaden mit ihm zur Verfügung. Also dahingehend ist Jace auch kein schlechter Pick. Der kann halt bloß Probleme bekommen, wenn es an die Ganks geht. Mit Kindred und Zilean zusammen ist das Gank-Potenzial natürlich ziemlich hoch. Währenddessen Coco und Chaser zusammen auf Fly nicht so hohes Gankpotenzial haben. Und das 2v2 sieht halt für Score und Fly auch nicht schlecht aus. Also ich denke, in diesem Matchup wird sich viel um die Midlane drehen. Toplane, naja, brauchen wir nichts zu sagen. Maokai gegen Echo, da wird sich nicht viel tun. Und Botlane bin ich persönlich ehrlich gesagt gespannt drauf, wie diese Harmonie und diese Synergie zwischen Arrow und Hachani dort stattfinden kann. Denn Ezreal Taric ist eine Lane, die interessant zu spielen ist. Vor allen Dingen die Synergy ist auch gut. Ihr müsst euch überlegen, der Taric muss sich immer mit jemandem verbinden. Ezreal ist in der Lage, dieses Spell von Taric auszuführen, indem er zum Beispiel offensiv mit seinem E sein Positioning verbessert und damit einen Stun kann. Weil in dem Moment einfach von Taric der Stun ausgeführt wird. Also hier auch eine Synergie gegeben. Auf der anderen Seite natürlich Kalister und Braum auch nicht schlecht aufgestellt. Muss man auf jeden Fall erwähnen. Das wird echt ein geiles Game. Ich freue mich, Leute. Ich freue mich. Das wird geil. Oh, da sind wir an diesem fantastischen finalen Spiel für heute. Heute haben wir wirklich alles ausgereizt. Das erste Game 2-1 ausgegangen. Das zweite Game 1-1 bisher. Dieses Spiel wird alles entscheiden, wer dieses Spiel und dieses Best of 3 heute an sich reißen kann und die Punkte mit nach Hause nimmt. Und ich muss sagen, diese Komposition, je mehr ich drüber nachdenke von KT, desto ekelhafter finde ich das Ding. So, wen willst du töten? Und vor allen Dingen, guckt euch dieses Skin an. Holy... Ich meine, man muss sagen, der Skin wurde mit viel Liebe zum Detail entwickelt. Alleine schon diese kleinen Püscheln an den Schuhen. Aber holy moly, der sticht sofort ins Auge. Also hier auf jeden Fall der siegbringende Skin. KT halt absolut unsterblich, wenn du so willst. Sie können halt quasi einen Fight mit einzelnen Leuten 10 Sekunden, 15 Sekunden durchhalten, wo sie bis dastehen könnten und sagt, hey, versuch mich doch zu töten. Und wir sehen schon, da das Team von KT sehr fervor auf Battle lastig. Zweimal in Thunderlords, dreimal in Firth of Battle auf der anderen Seite. Haben wir alles kunterbunt durchmischt, haben von allem etwas dabei. Was aber auch vollkommen okay ist. Bin wirklich gespannt, wie die Midlane hier ausgehen wird. Natürlich ein Standardstart. Der gute Jace hat sich dafür einen Longsword entschieden und entscheidet sich auch für seine Potion. Um dort quasi goldeffizient arbeiten zu können, jedes Mal, wenn er in die Base zurückgeht. Auf der anderen Seite haben wir halt Zilean, der mit einem Doran und zwei Pots, beziehungsweise Keksen in dem Fall natürlich gestartet hat. Das ist halt relativ Standard. Es wird auch schwierig sein für Jace, effektiv erstmal an Zilean ranzukommen. Das Problem ist, Jace kann nicht durch die Wave durchschaden machen, sondern er braucht halt quasi eine gewisse Lane-Pressure, um freies Feld zu haben und freies Schussfeld zu haben, um an Zilean ranzukommen. Der hingegen, so, brauchen wir nicht drüber reden. Er schmeißt seine Bomben feuchtfröhlich einfach auf dein Köpfchen rauf. Da also Vorsicht geboten. Jace allerdings später mit einem guten All-In-Damage in der Lage, wirklich auch so einen Zilean one-shotten zu können, der natürlich mit seiner Ultimate da immer auf der Hut sein muss. Bisher macht er das ganz richtig, der gute Jace. Er versucht an Push-Pressure aufzubringen, was es geht. Zilean ist da im ersten Level noch relativ mau.
Das ist eine Bombe, die er reinwerfen kann und die macht auf der ersten Stufe noch nicht so viel Schaden. Meistens so auf Level, Stufe 5, also wenn du selber Level 5 bist und die Bombe Level 3 ist, fängt es an richtig nervig zu werden mit den Bomben. Davor geht das Ganze. Ach, Rani tankt hier noch den einen oder anderen Turret-Shot mit, damit man den Push hier effektiver gestalten kann. Und nein, es war nicht boosted, das war nicht random, sondern es war durchaus gewollt, dass der Turm 3 Schüsse weniger auf so einen Kanonenminion abgehen kann, weil es ist mehr Schaden, den du derzeit zur Verfügung hast, um so einen Turm pushen zu können. Du musst bedenken, sie pushen dort momentan bloß zu dritt oben und nicht zu viert. Denn die gute Kindred, die vergnügt sich dort ein bisschen im Jungle und hat auch ihren ersten Stack sofort für der Nase. Der River Stack ist dann natürlich nicht quite nice, den nimmst du gerne mit. Ich muss auch sagen, bei Kindred ist es mal so ein bisschen glücksabhängig, wo die Stacks und deine Cams von der Passiven wirklich spawnen. Denn diese Cams können maximal im River spawnen für dich und im schlechtesten Fall wirklich ganz, ganz tief im gegnerischen Jungle. Im eigenen Jungle können die leider nicht spawnen. Aber wenn man dieses Camp dann quasi finishen kann, kriegt man extra prozentualen Schaden auf jeden Auto-Hit oben drauf. Und zwar kontinuierlich. Das darf man nicht vergessen. Das geht so lange, bis Kindred 6 Stacks gesammelt hat. Danach spawnen die Dinger bloß noch auf dem Nasher, beziehungsweise du kannst auch noch gegnerische Ziele marken, also gegnerische Champions. Und wenn du einen Kill auf einen Champion oder einen Support erhältst, kriegst du auch einen weiteren Stack dazu. Also da sind keine Grenzen nach oben gesetzt. Allerdings durch die Jungle Camps sind dort Grenzen gesetzt, was aber auch verständlich ist. Stellt euch vor, ihr könntet das ganze Game in Counter Jungle gehen. Ihr würdet so schnell Stacks anreichern und würdet so schnell fett werden und so viel Schaden haben. Das ist schon ganz okay so. Gute Jace. Da ist man nie glücklich. Wenn du die Bombe erstmal abbekommen hast, weißt du ganz genau, da kannst du gar nichts mehr gegen tun. Also da wirklich Vorsicht geboten. Und man sieht es halt nach Stufe 5 machen die Dinger schon Schaden. Stell dich vor, wenn dann noch ein Stunt zu durchkommt, du halt noch ein paar Auto-Hits triggern kannst oder halt einen Thunderlord bedingterweise. Ekelhaft. Also Zilean ist ein Matchup, das du normalerweise gerne vermeidest, ähnlich wie Karma. Hat aber auch seine Grenzen. Sein Einflussvermögen, was den Teamschaden angeht, wird später sehr, sehr zurückfallen. Allerdings, die Möglichkeit, über Utility zu grenzen, ist halt gegeben. Denn auch ein Zilean kann sehr, sehr gut seine Teammates mit Movement Speed beglücken. Und auch die Ultimate verhindern natürlich, dass ein Ezreal durch Zufall mal irgendwo gecatcht werden könnte. Also Zilean wird seinen Wert auf die ein oder andere Art und Weise in diesem Spiel auf jeden Fall behalten. Tja, wir sind cleared. Die gute alte Bombenstimmung, die da in der Mitte verbreitet wird. Es ist halt wirklich so, dass du auch auf Stufe 5 schon mit einer Doppelbombe quasi die Cast-Minions clearen kannst. Für die Nahkampf-Minions reicht es nicht ganz. Brauchst du aber auch nicht. Denn du kannst automatisch, wenn die Cast-Minions weg sind, einen Push sehr, sehr gut aus der eigenen Richtung etablieren und einführen, da du halt selber mehr Minions zur Verfügung hast. Und spätestens mit der nächsten Bombe hast du dann eine sehr, sehr gute Wave-Pressure. Jace ist allerdings immer noch mal ein bisschen Farm vorne. Also ist da gut gebappt, um dann Turret lasten zu können. Und Kindred sagt sich, jopp! Den Drachen, den wollen wir uns holen, der gute Cloudbreak. Da ist er auch gefallen. Auch den Turm kann man jetzt unten mitnehmen. Wir haben quasi diesmal seit langem wieder den Lane Swap mit dem Reverse Swap gesehen. Was natürlich Katie zugute kommt, da sie dort für den Drachen gehen können. Hätten wir einen einfachen Lane Swap quasi gesehen, dann wäre es durchaus möglich gewesen, dass Longzhu dort für den Drachen gehen konnte. Die wiederum entscheiden sich, das Game ein bisschen hinaus zu zögern. Sagen sich, Cloudrake ist uns nicht so wichtig gerade, sondern wir nehmen einfach den Harald mit. Und vor allen Dingen wollen wir erstmal eine Weile Ruhe haben und wollen diese Vier-Turm-Variante haben. Ist mehr Gold für alle, mehr Zeit für alle. Und gerade in einem Jace zum Beispiel steht das ziemlich gut. Jace ist halt auch ein Champion, der unheimlich gut mit Items skaliert. Ja, das ist, ich sag mal, die Scalings von Fly sind nicht schlecht. Aber du hast halt bloß einen effektiven Damage-Spell. Ein Spell, der halt irgendwo ein bisschen skaliert mit AP, das ist natürlich nicht wirklich viel. Deine Ultimate, na okay, du brauchst halt, die Ultimate brauchst du eigentlich nicht voll ausreizen, denn wenn du den Squishy benutzen oder wiederbeleben musst, dann ist der eh meistens full-lived, auch wenn du halt schon zwei Items hast, zwei AP-Items. Auf der anderen Seite hast du halt einen Jace, der halt einfach mal drei Damage-Spells benutzen kann, dann swappen kann und nochmal komplett auf dich einputzen kann. Also Jace, einer der Champions, der halt sehr, sehr gut und auch komplett bis ins Late Game rein mit seinen Items skalieren kann. Da kommt sogar noch der Auto hinterher. Ich glaube, ich hätte die Bombe einfach drauf liegen lassen und hätte das Ding dann einfach in seinen Tod laufen lassen. Und da muss es der Auto sein.
Farm in der Mitte, der wird auch noch rechtzeitig angegangen. Also da geht nichts verloren. Tarik Ezreal jetzt mittlerweile nach oben geswappt. Können sich da auch ein bisschen im Jungle bedienen. Das darf man nicht vergessen, der Lane Swap hat immer zur Folge, dass der Jungle sich ziemlich gut öffnet, und zwar auf beiden Seiten. Jetzt ist ja immer der wichtige Punkt, so welcher Midlane-Turm wird als erstes fallen. Denn wenn der Midlane-Turm jetzt fallen sollte, hast du einen Jungle, der komplett geöffnet ist und damit einen sehr, sehr großen Nachteil für dich auf der Lane. Und auch im Jungle. Und vor allen Dingen auch, was die Sicht angeht. Du bist in der Lage, als, sag ich mal, agierendes Team, deine Sichtkette immer sehr, sehr weit in den gegnerischen Jungle rein zu verschieben, wodurch halt Catches immer schwieriger werden. Solange du es kontrolliert machen kannst. Also ein Lane-Swap bietet immer viele Möglichkeiten für beide Teams. Und das Erste, das da meist nach vorne kommt, geht ein bisschen besser aus der Situation raus. Kommt mal drauf an, wo und wie natürlich. Der gute Jace ist jetzt mit der Trainer am Start. Auch Muramana, ein Item, das für Jace absolut nicht wegzudenken ist. Alleine vom W-Spell her. Du kriegst ja mit Muramana quasi auf jedem Attack, den du später machst, extra Schaden oben rauf. Mittlerweile ist es ja was, was man nicht mehr selber... Ja, drücken muss, sondern was für dich quasi schon automatisch immer aktiviert ist von der passiven her, da kann man nicht mehr falsch machen. Aber Jace hat halt auf seinem Baseball in seiner Fernkampfform drei Auto-Tags, die halt mit enormen Attacks mit ausgeführt werden, und das Ganze kumuliert natürlich perfekt mit extra Schaden auf jedem Auto-Tag. Also Muramana, ein unglaublich gutes Item von ihm, abgesehen sogar noch von dem Mana, das einem Jace sehr, sehr gut steht. Mal. Diese Mechanik, ne? Du schickst die Minions quasi mit Bomben vorne rein, damit sie einfach die Kills bekommen. Aber auch Jace schon in der Lage, die Caster-Minions dort sofort zu entfernen. Und an der Stelle, wenn Fly Cooldowns hat, muss er halt auch ein bisschen rausgehen. Er will halt nicht gegen die Nahkampfform unbedingt von Jace da angehen müssen. Denn wir haben eigentlich einen lustigen Vergleich in der Mitte. Wir haben einen Champion, der einen Damage-Spell hat, der ein absolut eindimensionales Champion-Kit hat. Und wir haben einfach mal einen Champion in der Mitte gegen ihn. Der halt einfach mal ein Champion-Kit hat, wie es fast kein anderer hat. Es gibt ganz, ganz wenig Champions, die über so viele Spells verfügen, die du benutzen kannst. Im Endeffekt sind es ja quasi 7 Spells, die du koordinieren musst, ohne die Summoner-Spells gerechnet und ohne die Items. Und da hat es natürlich ein Ziel dann ein bisschen einfacher. Jace ist da natürlich auch von der Skill-Voraussetzung her auch ein bisschen mehr gefragt. Nicht ganz so einfach zu spielen, ähnlich auf Nidalee, die ja auch über ein ähnliches Kit funktioniert oder verfügt. Mensch, das kenne ich irgendwoher, der gute Expression gegen den guten Someday. Diesmal aber mit getauschten Rollen. In den letzten beiden Games haben wir es genau umgedreht gesehen, nämlich Someday auf Maokai und Expression auf dem guten alten Echo. Auch jedes Mal mit einem anderen Ausgang. Diesmal haben die beiden aber durchgeswappt. Das wird noch eine Weile ruhig in den Game gehen, was aber beiden zugute kommt. Die Teamfights werden halt das, was später richtig relevant wird. Catches sind sogar ziemlich schwierig zu machen, zumindest auf Seiten von Longsu's Seiten. Meine, wen wollen sie catchen, wenn auch nur annähernd irgendein zweiter Gegner noch mit in der Reichweite ist? Einfach so viel Peel voran. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schwierig, wieder in die All-In-Fights zu gehen. Weil du hast fürs Erste einen ziemlich schlechten Teamfight, zumindest was die Damage-Kits angeht. Du hast halt einen Ezreal, der unbedingt ins Spiel kommen muss. Also Ezreal ist hier Core-Punkt Numero Uno für KT. Auf den müssen sie sich verlassen können. Auf der anderen Seite hast du es halt schön, wenn es so langsam geht, weil Jace halt ins Spiel kommt. Aber Ezreal wird mindestens 2 Items brauchen, auch sein Muramana. Und sein sehr, sehr schönes Iceborne Gauntlet, das er angewiesen ist. Danach kann man auch in die Teamfights auf KT's Seiten reingehen, weil du halt genug Peel für Ezreal vorhanden hast. Also wird halt ganz, ganz interessant, wenn du die Fights in Richtung Objectives ziehst. Das heißt, wenn du sagst, okay, ich will die Drachen haben, ich will darum kämpfen und ihr müsst einfach mitmachen. Wenn das nicht macht, naja, dann nehmen wir uns halt Objective nach Objective und bringen uns halt so nach vorne. Das ist halt immer die Möglichkeit, wie du so eine Fights initiieren kannst. Ansonsten sind natürlich beide Seiten hier super safe aufgestellt. Ich finde die Balance auch gut, muss ich sagen, bei Longsu. Was ja quasi über einen Midlane-A-Dealer sehr, sehr, oder meistens sehr, sehr unausgewogene Teamkompositionen, aber über Nidalee und Maokai gleicht sich das Ganze halt wieder aus und hast halt trotzdem genug magischen Schaden vorhanden. Und wir haben im letzten Game, denke ich, an den Statistiken erkannt, dass Maokai durchaus in der Lage ist, sogar so viel Schaden
wie einen Midlaner zu machen, selbst wenn er nicht mal gut im Game drin ist. Also Maokai für mich noch immer einer der brokensten Champions überhaupt. Das Schöne ist, ich stehe mit meiner Nidalee-Erkenntnis nicht mit meiner Syrah-Erkenntnis nicht ganz alleine. Ich bin ja der Meinung, dass Syrah momentan absolut ekelhaft und broken ist. Und Maxim teilt eigentlich meine Meinung. Ich dachte, bisher stört diese Syrah niemanden. Mich hat die bisher in jedem Game gestört. Ja, aber der Mountain Drake, der abgeholt wird, und der nächste Drake wird der Ocean Drake sein. Ich muss halt sagen, Ocean Drake ist in der Komposition übelst worth. Wenn du mit einem Jace und mit einem Nidalee, das ist ja eine Art Poke-Komposition, halt noch über einen Ocean Drake und über diese Sustain-mäßigen Fähigkeiten verfügst, dann ist das richtig, richtig gut für dich. Und du kannst die Gegner quasi endlos belagern, egal ob du in ihrer Hälfte bist oder nicht. Also der nächste Drache auf jeden Fall ein Ziel für Longzhu, denke ich, dass sie nicht weggehen lassen wollen. Ah, na gut, Coco, der kommt nicht weg von den Bomben. Der Slow ist doch ein bisschen zu stark von Fly. Ist sogar überlebenswert, in so einer Situation zu überlegen, auf Swiftness Boot zu gehen. Die halt Slows doch sehr, sehr prägnant reduzieren können. Auf dem Jace bist du halt nicht darauf angewiesen, jetzt auf Attack Speed Boot zu gehen. Du kannst halt wirklich überlegen, ob du die Mercs mitnimmst, ob du gegebenenfalls die Cooler Boots mitnimmst. Es kommt immer darauf an, wie du es zurechtlegst. Denn auch Black Cleaver ist eigentlich ein Item, das du sehr, sehr gerne integrierst, zusammen mit dem Humus. Hast du dann immer schon ziemlich viele Cooldowns am Start? Ob du dann noch 10% in den Runen hast oder ob du 10% quasi über die Boots holst, ist halt die Frage. Kann sich jeder selber aussuchen. Und du hast halt die Freiheit wirklich, wenn du jetzt Cooldown Boots nicht bauen musst, selber auf die Swiftest Boot zu gehen. Und dann kann dir sowas gegen Ziel ja nicht mehr passieren. Dann kommst du nämlich auch aus den Bomben raus. Und du kriegst ja selber auch genug Movement Speed, sowohl wenn du deine Form änderst, als auch wenn du durch dein Gate läufst. Ja, der Schaden ist schon nicht schlecht, hält sich aber noch in Grenzen, denn bisher haben wir noch nicht wirklich Scalings vorhanden. Wir haben guten Coco. Toplane tut sich nicht viel. Ist aber auch klar, ist abzuwarten. Für mich immer noch die Midlane, hier die dominante Lane. Coco versucht auch mittlerweile ziemlich aggressiv zu spielen. Man sieht das auch, dass halt sein Wave Clear nicht mehr, ja, der Wave gilt, sondern dass er halt seine Spells benutzt, um eher zu poken. Und Zilean hat ja bekanntermaßen auch keine Healing Spells dabei. Das heißt, du kannst ihn durchaus langsam von der Lane poken. Das Blöde ist bloß, er hat mittlerweile den Rod of Ages am Start und damit hast du natürlich auch ziemlich viel Sustain verbunden. Jedes Mal, wenn du quasi ein Level erreichst. Je früher das Spiel, desto mehr bringt dir das natürlich, wenn du natürlich noch öfter Level erreichst. Deshalb ist es immer sehr, sehr sinnvoll, auch als Midlaner früh auf den Katalysator zu gehen. Wenn du ihn in dein Item-Build integrieren möchtest, denn da sind die noch mit am Gold effizientesten. Ja, das ist ein stilles Spiel. Beide Teams lassen sich noch immer Zeit. Ich habe so ein bisschen Déjà-vu an gestern, muss ich sagen. Gestern waren die Spiele ja wirklich sehr, sehr träge und sehr, sehr langsam. Heute das volle Gegenteil. Da hatten wir halt Action pur, Action Übermaß. Aber hier wird man sich natürlich auch sehr defensiv aufhalten wollen. Ein schönes 3-Mann-SV-Ultimate, was glaube ich eher für die Wave in der Mitte gedacht war. Aber hey, da hat man es halt gefunden. Da natürlich die Trap komplett verhindert mit. Bisher muss ich auch sagen, KT mit sehr, sehr wenig Sicht am Start. Sie haben nicht so viel Kontrolle darüber, wie sich Longzhu gerade bewegt. Die Sicht ist halt quasi nicht vorhanden. Jetzt wurde ein bisschen im eigenen Jungle bei Top-Lane Zeit dort ausgebordet. Allerdings, da ist auch keiner mehr und wird so schnell auch keiner hinkommen. Boah, ich habe die ganze Zeit diesen Sound wirklich im Kopf, ne, vom Ezreal. Wie dann Taric einfach da steht. Ezreal, no! Das war halt, wie gesagt, ich kann es euch bloß ans Herz legen. Wer das Video nicht kennt, guckt es euch einfach an. Ist der Hammer. Ezreal muss jetzt auch ein bisschen sparen. Hat sich jetzt für die Cooler und Boots entschieden. Ist auch vollkommen okay. Das Wichtige ist halt immer bloß, dass du deine 40% erreichst. Wie du so erreichst, ist im Endeffekt egal. Ich habe eben schon mal so ein bisschen angesprochen. Man kann immer noch über die Runen was kompensieren. Man kann aber auch viel über die Cooler und Boots machen. Gerade weil die Cooler und Boots dir halt auch immer noch Summoner Spell Reduction geben. Und so ein Flash kann halt sehr, sehr wichtig sein. Ich bevorzuge mittlerweile meistens auf diesen ganzen immobilen Midlaner. Auch auf Viktor finde ich die Cooler und Boots ehrlich gesagt momentan ziemlich gut. Weil er den Flash schnell zur Verfügung hat.
du halt weniger Risiko mitbringen musst. Das ist halt immer eine schöne Sache, wenn du weißt, ja, du hast einen Flash, du kannst nicht so einfach gegankt werden. Aber Ezreal selber, muss man auch sagen, ist ja nicht so Flash-abhängig. Irgendwie LeBlanc. Alles, was Dashes hat, was irgendwelche Blinks hat, kann auch ganz gut meistens ohne einen Flash klarkommen. Aber ein Flash ist trotzdem noch immer eine noch sichere Variante. Der Blue Buff, der wird hier auf jeden Fall weggehen. Ich weiß gar nicht, wer hat den jetzt bekommen? Der ist an Ezreal, glaube ich, sogar gegangen, oder? Nidalee hat ihn auf jeden Fall gerade nicht. Braum hat ihn nicht, wenn ich mich gerade nicht verschaut habe. Und mit Taric Ezreal haben ja beide quasi den Stun raufgecastet. Ezreal hat ja auch noch seine, Q und sein E benutzt. Hab auch nicht gesehen, ob der jetzt wirklich an Ezreal ging. Ich würde es gerne nochmal sehen, aber ist jetzt auch nicht so relevant. Man hat ja quasi bloß den eigenen Blue Buff verteidigt. Oh Gott, hier aggressiver Move. Emperor hat sofort das Ultimate gezogen. Aber Fly ist auf der Hut, Flash da sofort raus. Also auf jeden Fall worth, denn die Ultimate hat nicht so einen großen Cooldown wie ein Flash an der Stelle. Sehr, sehr aggressiver Move, aber ich denke, es hat sich gelohnt. Ah, jetzt. Seht ihr, dafür seid ihr da. Jace hat den Blue. Für Jace ist er natürlich nicht schlecht. Also wenn er den wirklich, ja, man sieht es auch, er hat ihn bekommen. Jetzt ist die Frage, ob es der eigene ist oder ob es wirklich der gegnerische Blue war. Für Jace ist es natürlich super sweet, weil er sehr, sehr viel poken kann. Und vor allem, wenn er die frühen Cooldowns hat und damit schneller die Lane rauspressern kann. Für Ezreal wäre es jetzt nicht so wichtig gewesen, weil er eh bis darauf bedacht ist zu farmen. Aber für Jace kann das in der Mitte doch den kleinen, aber feinen Unterschied machen. Oh mein lieber Someday. So eine Borke im Gesicht tut weh. Durfte ich als Kind auch mal lernen. Und hier der nächste Drache. Für KT allerdings wird er hier angegangen. Für Longzhu wäre es natürlich ein Drache, der wunderschön ist. Und da kommt der Speer. Und es ist der Speer, der auch das Ganze so ein bisschen perfekt macht für sie. Denn dieser Ocean Drake ist in der Komposition stark. Der passt da super gut rein. Und sie können sich halt wirklich den Stil sichern. Was war da los? Mein lieber Score. Aber wenn ich das richtig sehe, hat der Score Smite auf Cooldown, oder? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ne, ich glaube, er hat gerade zu früh gesmited. Das sind 15 Sekunden. Das ist 15 Sekunden Smite gerade vom Cooldown her, was da rumtickert. Er hat zu früh gesmited. Und der Speer hat es geschafft, das Ding wirklich zu holen. Holy moly. Das ist ein Fehler, der sich durchaus später noch auswirken kann. Merkt euch meine Worte. Jace und Nidalee in der Komposition. Oh Gott, da ist jemand eingekeilt, der kann sich nicht bewegen. Ist mit dem Ocean Drake ziemlich toxisch, die Komposition. Der gute Coco steht halt gerade nichts nach. Liegt mittlerweile 25 CS sogar in der Mitte vorne. Aber er hat auch alle Möglichkeiten, dort frei zu farmen. Fly kann ihn gerade nicht unter Druck setzen. Man sieht's. Naja, haut quasi in Q-Wave rein. Geht in Nahkampfform. Kann damit quasi die vorderen Minions damagen. Diese damit clearen. Und der W als solches cleart die hinteren Minions mit, die vorher schon gedamaged waren. Oder er hat sie halt vorher weggeclearet mit dem verstärkten Q durch das Gate. Also, Jace da sehr, sehr gut im Wave-Clearen. Solange er frei an die Farm rankommt. Und bisher muss man auch sagen, ist Fly nicht dabei, ihn großartig unter Druck zu setzen. Die Kills halten sich natürlich noch ein bisschen in Grenzen und ich kann euch versprechen, die Kills werden sich auch weiterhin in Grenzen halten bei der Komposition von KT. Das sind halt Kills erstmal zumindest so gut wie unmöglich. Es müssen wirklich gut gespielte Teamfights sein von Longzhu, dass die dagegen ankommen. Ich finde die Komposition immer noch widerwärtig. Ekelhaft und unehrenhaft ist sowas. Paar Sekunden Ezreal Ultimate, paar Sekunden Kindred Ultimate. Danach kommt noch schön die Zilean Ultimate. Also Ezreal kann sich hier, glaube ich, richtig schön in Sicherheit wiegen. Ist natürlich auch mal eine Komposition, wo du gezwungen wirst, ein bisschen offensiver zu spielen, so ein Teamfight als AD Carry, weil du dich halt auf deine Mates verlassen musst. Wenn du sowas nicht kannst und quasi nicht die Eier hast, in so eine Fight reinzugehen, dann hast du meist einen ganz, ganz großen Nachteil, weil es dir an Schaden fehlt. Und Ezreal ist nun mal Dreh- und Angelpunkt in dieser Komposition. Na, der gute Expansion, der kriegt da ein bisschen Ärger, sagt sich aber, ich mach den Zoas. Und tschüss! Weg ist er. Hätte man vielleicht sogar noch einen besseren Turm finden können, zum Beispiel den Base-Turm, aber ich glaube, da hat er einfach ein bisschen gepanikt. Teleport verhindert auf jeden Fall, dass hier das First Blood fallen kann. Also auch hier, es bleibt weiterhin beim 0:0. Und insgesamt bei einem 1:1 in diesem Best of 3 zwischen meinen Teams. Für alle, die gerade einschalten, wir hatten bisher zwei richtig, richtig geile Games. Und ich denke auch, das Game wird von den Teamfights her richtig eskalieren. Also schön dranbleiben und nichts verpassen. Denn hier ist noch eine Menge drin. Oha. Der Nasher, der hier früh angegangen wird. Also sneaky, sneaky, muss ich sagen. Die Pinkwards, die stehen. Mit der Kindred geht das natürlich ganz gut.
Tarik kann da durchaus mal Unsterblichkeit rausholen. Aha, das SV-Ulti ist halt ein bisschen verräterisch. Teleport könnte gesehen werden, aber bisher schöpft man noch überhaupt keinen Verdacht. Achrani, super low mittlerweile. Könnt ihr auch überlegen, in die Ultimate mal reinzugehen. Jetzt kommt seine Ultimate. Zack, da sind alle unsterblich und keiner konnte da gerade rauskommen. Und Keno diesmal smite sicher. Das war ihr Nasher. Da war man wirklich mit einem Sneaky-Move unterwegs. Sehr, sehr riskant und vor allen Dingen das Tarik Ultimate sehr, sehr lange hinausgezögert. Aber man wird belohnt. Der Nasher wurde gesneakt. Und damit natürlich auch jetzt der Goldvorteil vorhanden. Das Schlimmste, was dir passieren kann in der Poker-Position, ist zurückzufallen. Und da ist so Nasher ziemlich fatal. Also Vorsicht. Das war nicht nur einfach Nasher, sondern das war ein ziemlich herber Rückschlag für Longsu. Chase auch der erste, der jetzt Kill hier halten musste. Aber jetzt Coco im Bedrängnis, hat die Bombe auf dem Kopf, wird er auch nicht mehr rauskommen können. Das war ein ziemlich sicherer Kill. Emperor noch immer im Bedrängnis, muss zusehen, dass er rauskommt. Aber der gute Thumbnail, der bleibt einfach dran. Oh Gott, Score, bleibt dran, hat sein W aktiviert, kann damit den Q benutzen, um schneller wieder raufzuholen. Ataris Clan nicht optimal, aber der Q-Cooldown ist natürlich mit aktiviertem W nicht so hoch, dass er sich dort Sorgen machen müsste. Also auch hier der Kill, super souverän gesichert, jetzt 3 Kills. Es ist halt einfach so genial. 20 Minuten passiert gar nichts, da kommen 3 Kills, ein Nasher damit verbunden. Ja, und damit ist das Game quasi schon zur Hälfte entschieden. Chaser weiß gar nicht so richtig, was er machen soll. Hier schöner Stunt von Achrani und damit auch der Kill nochmal secured. Also ich muss sagen, das ist ja gerade so, als ob KT das ganze Game nicht so geplant hätte. Die haben gewartet, gewartet, gewartet und dann zack, schnappt die Falle zu. Der Sneaky Nash und die Kills werden dort forciert. Und es sieht jetzt alles andere als schlecht für sie aus. KT ist jetzt übel auf dem Vormarsch. Kindert natürlich noch ein bisschen auf der Top-Lane gesplittet, deshalb gibt man bloß für ihn einen Turm. Der wird allerdings, doch, der wird fallen. Haben weiter noch ein bisschen Platz, dass der überleben kann. Nächste Drache ist jetzt in 50 Sekunden unterwegs. Denke ich, den wird man auch in Angriff nehmen. Wir müssen auch kurz schauen, was es jetzt werden wird für einen Drache. Ich habe ihn bisher noch nicht gesehen. So, ein Infernal Drake wäre jetzt natürlich perfekt. Das ist ein Ocean Drake. Und der nächste Drache, natürlich wieder super wichtig für die Komposition dort von Longsu, die jetzt aber Probleme haben werden, so einen Link zu contesten. Ich meine, klar, es könnte ja wieder ein Speer geflogen kommen, dann würde es mal gestealt. Aber Score hat den Fehler einmal gemacht, dass er fail gesmited hat. Er wird ihn kein zweites Mal machen. Zumindest beim Nasher war er da sehr souverän unterwegs. ...20 Sekunden noch bis zum Nasher. Jetzt haben wir noch keinen Teleport. Sollte sich überlegen, ob er sich nicht langsam in die Richtung begibt. Allerdings Longsu. Mit dem Move sagen sie schon, alles klar, Drake, wir wollen nicht fighten. Wir wollen vielleicht einen Turm oder sowas dafür bekommen, wenn sie davon ausgehen, dass alle in Richtung Drake gehen. Deshalb jetzt die Botlane von ihnen in Richtung Toplane. Ja, hingestellt. Man kann natürlich auch einfach weggehen. Das könnte jetzt natürlich ein Bait werden, dass man einfach sagt, okay, die denken jetzt bestimmt, wir machen den Drake, weil sie haben selber keine Vision, wenn ihr euch mal die Botlane-Zeit einfach anguckt. Da ist alles rot, aber nichts blau. Und da kann man einfach oben so einen Fight initiieren, wo man halt denkt, die gewinnt man selber. Aber da muss man sagen, Emperor, der macht das ja schon komplett alleine. Der muss sich da überhaupt keinen Kopf machen. Der wird komplett alleine abgeholt vom Echo. Ja, und auch Braum hat da nicht mehr viel zu lachen. Also, ich muss sagen, das ist alles andere als knapp gerade. KT immer noch auf dem Vormarsch und guckt euch das an. Thumbnail wird einfach durchgeboostet mit Movement Speed. Und da kriegt er nochmal Movement Speed mit der Bombe, aber kommt nicht mehr ran. Also da wird es nicht mehr knapp. Arrow dafür ganz alleine jetzt unten. Das war gut gedacht, muss ich sagen, von KT. Ich habe gleich gesagt, sie lassen den Drachen stehen, weil Longsu einfach gerade gedacht hat, oh okay, der Drake Spawn. Die wollen bestimmt jetzt den Drachen machen, also gehen wir einfach Toplane pushen, um da wenigstens irgendwas für rauszukriegen. Und KT hat das einfach vorausgesehen und sagen sich, okay, die wollen Toplane pushen. Wir machen den Drachen gar nicht, sondern rotieren gleich. Aber ich muss sagen, ich glaube, Someday hätte da Emperor schon komplett alleine ausnocken können. Der war ja schon auf 100 Live runter, bevor der letzte Hit von Score ihm den Rest gegeben hat. Also hier wirklich Positioning-Fehler von Emperor, der sich da komplett misspositioniert hat gegenüber Someday. Man darf halt Someday gerade nicht unterschätzen. Der ist tanky, der Junge, und hat halt trotzdem Schaden dabei. Wobei man halt gerade keinen unterschätzen darf. Also sie haben alle bisher Kill Participation, sie haben alle mehr Gold als ihre Gegenüber. Der Einzige, der halt sich wirklich noch wacker im Game hält, ist momentan Expression, der halt solide mit 0-0-0 dasteht. Ist ja noch nicht ein Tod. Ist halt auch geil. Wenn dein Team verliert und du gehst aus dem Game mit 0-0-0 jetzt raus, da fragt sich auch jemand so, war der AFK? War der überhaupt da in dem Game? So ist es halt. 20 Minuten passiert gar nichts. Und dann kommt auf einmal der Zug, der entscheidende Schachzug von einem Team. Das war quasi das Schach, was gerade schon ausgerufen wurde von KT.
Also Mathe ist noch lange nicht entschieden. Da hat man noch ein bisschen Zeit. Natürlich hat man jetzt einen großen Vorteil. Mittlerweile 6000 Gold. Und wie gesagt, in der Poke-Komposition hinten sein ist niemals schön. Oh, schöner Stun hier von Achrani. Gut forciert, aber Score muss dann sein Ultimate gehen, wo er selber nicht stirbt. Expansion ist halt auch nicht das Ziel, das du angehen möchtest. Das Problem, was bloß die ganze Zeit bei Longsu herrscht, sie werden komplett outpushed gerade. Immer wenn sie irgendwo fighten können, ist halt irgendwo, wer in den Splitpush geht. Der Botlane-Turret ist schon übelst angefressen, der Midlane-Turret ist angefressen. Klar, man muss dazu sagen, mittlerweile sind auch die Team-Member von KT dort ein bisschen angeschlagen, aber die können in Ruhe zurückgehen. Und so eine Türme, die heilen sich nicht schnell, die regenerieren sich, ja. Aber die Regenerationszeit ist halt quasi nicht vorhanden. Die haben, glaube ich, irgendwie ein Leben in einer Sekunde oder ein Leben in anderthalb Sekunden. Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht sind zwei Leben in einer Sekunde oder so. Aber ihr könnt euch vorstellen, zwei Leben in einer Sekunde nach 60 Sekunden hast du 120 Leben quasi wieder zusammen. Das sind zwei Hits, die du auf den Turm machen musst. Im schlechtesten Fall. Kommt mal drauf an, wer den Hit natürlich macht. Also da die Regenerationsfähigkeit von den Türmen nicht wirklich ausschlaggebend. Oh Gott, er ist dann auf beide getroffen. Koko muss sich schon ziemlich leiden. Taric Ultimate super early gecastet. Damit kann keiner verwundet werden. Man kann sich bloß zurückziehen, Koko. Das war's für dich, mein lieber Freund. Keine Chance, irgendwas zu machen. Er kann ja nicht mal Schaden durchbringen, weil er weiß, da ist der verfickte Taric Ultimate. Und da kannst du halt keinen Schaden gegen machen. Also ich bleib dabei. Diese Teamkomposition von KT, die ist halt Reutnis pur. Egal, was du machst, wann du es machst, immer kann sich irgendwer oder ein Member unsterblich machen. Und das ist halt was, was super ekelhaft ist. Der erste Inhibitor jetzt hier, der fallen wird. Und damit der erste große Sieg in Richtung Sieg. Dort wirklich für KT, die sich mittlerweile ja gar nichts nehmen lassen. Wir haben halt bei den Türmen quasi im Lane-Swap verloren. Ansonsten nicht einen Turm verloren, nicht einen Kill abgegeben. Und Expansion, der muss auch zusehen, dass er da rauskommt. Kein schönes Spiel für ihn. Also KT hier absolut auf dem Vormarsch. Ja, hier muss man sich ein bisschen zurückziehen. Aber Poke hat dann doch irgendwann über Zeit seinen Anklang gefunden. Score sollte zusehen, dass er da oben sein Camp noch bekommt. Da kommt auch sofort der Ping. Hey, den Stack will ich haben. Will er sich natürlich nicht nehmen lassen. Hat noch nicht mal seine Stacks zusammen. Und trotzdem liegen sie schon so weit vorne. Aber sagt sich mal so leicht. Man denkt sich mal, wow, das sind doch bloß 7 Kills. Aber 7 Kills sind für den kompetitiven Bereich eigentlich so viel. Der Call kommt von Longsu sofort in Richtung Nash hier zu gehen. Das ist der Verzweiflungs-Nash. So, das ist halt richtig Hit or Miss. Entweder sie kriegen den jetzt, oder sie können das Game wirklich komplett in die Tonne treten. Und bisher sieht es gar nicht schlecht aus. Kindred jetzt auf dem Weg. Frage ist, wer ist zweitsicherer? Echo natürlich die ganze Zeit das Split pushen. Kommt jetzt mit rein. Kindred Ultimate kann den Nasher nicht am Leben halten. Da war die Kindred Ultimate nicht perfekt platziert. Und das Ren von der guten Kellis. Da kannst du nicht viel gegen machen. Allerdings haben sie den Nasher, können gerade aber nur von sehr, sehr Low-Life-Mitgliedern sich zählen lassen. Den ersten Kill mussten sie jetzt abgeben. Zweiten, sie kriegen jetzt wirklich einen Turnaround. Expansion ist der Einzige, der bisher sterben musste. Someday und Score konnten abgeholt werden. Also hier wirklich von Longsu nochmal so ein kleiner Lichtblick. Auf der anderen Seite mussten sie den Inhibitor unten abgeben. Oh, Achrani, du wirst sowas von sterben. Aber Ezreal, der lebt noch. Mein Freund, guter Call, muss man sagen. Das war halt wirklich Hit or Miss. Entweder sie kriegen die Chance nochmal zurückzukommen mit diesem Nash-Call. Oder das Game geht sowieso in den Bach runter. Und man muss halt sagen, Kindred Ultimate hat nicht perfekt getroffen. Der Plan war es natürlich, den Nasher quasi in der Kindred Ultimate am Leben zu halten. Aber man sieht, der Ring geht zwar um den ersten Fuß, oder wo, Würmchenfuß, keine Ahnung, was beim Nasher ist, rum. Allerdings reicht es nicht, um ihn dort am Leben zu halten. Und man geht halt in den Tiefwald gegen den Nasher rein, ohne halt alle Cooldowns zur Verfügung zu haben. Jetzt erst die Zillian Ultimate gezogen, nachdem der erste schon gestorben ist. Expansion kriegt man. Aber Arrow kann halt alleine nicht allzu viel mehr machen gegen diesen Nasher. Es war halt ein Trade gegen diesen Inhib, den man unten bekommen hat. Oh, Rani, tut es mir so leid. Aber dieser Skin muss einfach bestraft werden, mein lieber Freund. Ist kein Weltuntergang für KT, aber eine gute Möglichkeit für Longsu und vor allen Dingen auch ein guter Motivationsschub, sich hier zurück ins Game zu arbeiten. Kann man sagen, es sind 5 Kills Unterschied, mittlerweile bis auf 4000 Gold. Und das gesamte Gold, das wir eigentlich als Unterschied gerade haben, das ist halt durch 4 Türme Unterschied einfach auszugleichen. Also hier wirklich die Türme momentan, die größte Differenz. Natürlich dieser frühe Nasher, der dort gemacht wurde, hat erst zu den Türmen geführt. Also hier absolut verdient der Vorsprung noch von KT. Aber die Differenz wird jetzt zeitnah immer kleiner und kleiner werden. Weil auf der einen Seite hast du KT, die halt kaum noch Türme haben, die sie holen können. Auf der anderen Seite hast du halt Longsu, die noch jede Menge Türme haben, die sie angehen können. Damit auch Gold, das sie sehr, sehr schnell aufholen können.
Ziel jetzt hier sehr, sehr gut bestückt. Viel, viel größer wird sein Power Spike nicht mehr werden. Wir werden wahrscheinlich noch einen Void Step bei Zeiten sehen, aber Deathcap Morales Rod ist quasi dieses Core-Bild, was du immer bei ihm haben möchtest. Wahrscheinlich um 10% cooler in den Runen. Wäre auch mal interessant zu sehen, Zielen zum Beispiel auf dem Proto Belt. Die Proto Belt haben wir bisher noch nicht einmal gesehen, ist aber aktiviert. Denn meine lieben Freunde, wir spielen ja auf Patch 6.10. Auch die neuen Items gibt es hier schon. Ist aber auch schwierig, ihn momentan zu integrieren. Der Proto Belt hat einfach für die Kosten, die er hat, ziemlich schlechtes Stats. Er lohnt sich halt wirklich bloß bei Champions, die halt gut und sehr, sehr gut mit Flat-AP-Werten arbeiten können, sowas wie Vega, sowas wie Fizz. Und wo du halt vielleicht noch Schwächen ausgleichen kannst. Siehe Vega zum Beispiel, fehlende Mobilität. Aber das Scaling ist halt echt nicht schlecht. Ich glaube, der Proto Belt hat ein 0,6er Scaling oder sowas in die Richtung. Also mit AP macht das Ding schon ordentlich Schaden. Kommen sie sich in Ruhe zurück. Die Sache ist, Katie kann halt alles machen, was sie wollen. Sie können den Nash in Ruhe abwarten, können dann in Ruhe die Toplane reinpushen, denn den Botlane-Inhibitor konnte man ja noch bekommen. Da sind wirklich alle Chancen offen. Man sieht es auch, man orientiert sich so ein bisschen zwischen Mid und Toplane jetzt. Der Mid-Lane-Inhibitor sollte auch bald wieder da sein. Der sollte nicht mehr allzu lange kaputt sein. Muss man zusehen, wie man es am besten anstellt. Einfach mit dem Kopf durch die Wand gegen eine Siege oder gegen eine Poke-Komposition wird nicht ganz funktionieren, weil sie irgendwann so viel Schaden hinnehmen müssen, dass sie sich zurückziehen müssen. Im schlechtesten Fall verlierst du bei sowas Objectives. Aber durch gute Rotation und gute Flankierung kannst du sowas halt ausgleichen. Und ich meine, sie haben ja auch über Taric einen gewissen Sustain dabei. Denn auch Taric hat ja einen Heal, den er benutzen kann. Ja, das wird aber wahrscheinlich einfach der achte Turm werden, der auch ziemlich schwer zu verteidigen ist, muss man dazu sagen. Midlane-Inhibitor ist jetzt zurückgekommen. Allerdings noch immer ein fetter Slowpush in der Mitte. Da kommt eine richtig dicke Wave rein. Wenn die sich noch weiter aufstallt, dann kann man überlegen, ob man nicht sogar mit der Wave für den Inhibitor wieder gehen kann. Aber nein, ihr seht schon, der gute JSQ, der sagt sich, einmal rein da in die Caster Minions und raus. Geprügelt mit deren Leben. Und das Gold einfach in die eigenen Taschen gesteckt. Ich frage mich sowieso, wie Fernkämpfer das Gold aufsammeln können von den Minions. Die müssen ja alle irgendwie einen Enderhaken haben. Aber Samnell versucht halt gut, die Leute rauszuzonen. Der Inhibitor sollte halt das Ziel sein. Es würde ihnen viel Platz verschaffen, um den letzten Inhibitor auch anzugehen. Und mit drei Inhibitoren machst du mit einer Poke-Komposition relativ wenig. Weil der Wave-Clear ist bloß bedingt gut für dich. Boah, der Inhibitor muss halt immer mehr und mehr leiden. Man findet keinen Punkt reinzukommen. Und auch der Poke ist bisher sehr, sehr irrelevant. Die Sidesteps sind real. Und Fly kann sich da auch noch gut gegen behaupten. Also der Jace Damage jetzt nicht so groß, dass man sagen müsste, da muss ich Angst vor haben. Da kann er locker 3-4 von den Qs einstecken. Und hier der Inhibitor, der wird fallen. Score allerdings nicht so tanky, der muss da ein bisschen mehr hinnehmen. Man geht jetzt sehr, sehr schnell in den Fight rein. Taric Ultimate kommt, man kollapst jetzt. Braum Ultimate liegt voll dazwischen. Alle aus dem Gegnerteam müssen so ein bisschen Damage entgegennehmen. Taric Ultimate allerdings ausgelaufen, jetzt muss man vorsichtig sein. Someday, du kannst da nicht so lange überleben. Geht in sein GA rein, hat aber die Ultimate noch zur Verfügung. Nein, das war gar nicht der GA, ich hab nichts gesagt. Es war die Zilean-Ultimate, die ihn einfach mal full live wiederbelebt. Jetzt Expansion super angegangen, wird abgeholt. Kein Tank mehr zur Verfügung. Emperor kann zwar stacken, aber ist nicht in der Lage, mit dem Rand dort noch mehr rauszuholen. Plus Score, den man bekommen konnte. Und den zweiten Inhibitor, der aus diesem langen Teamfight wirklich resultiert. Und das ist genau der Punkt. Ja, du fightest lange, du haust den Gegner einfach low, 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 während du selber machst dich unsterblich, belebst dich wieder, machst dich nochmal unsterblich und flinkst ein bisschen hin und her. Ekelhaft. Aber der Zilean hier, ne? Ich meine, Echo ist ein Tank. Wenn man überlegt, wie lange die gerade auf Echo rumgeprügelt haben, und dann kriegen die ihn irgendwann down und dann kommt ein Zilean Ultimate und der kommt einfach voll live wieder. Wir sehen was nochmal. Arrow hat natürlich gleich ziemlich viel Poke entgegenbekommen. Das war schwierig für ihn an der Stelle. Aus Gorda, der den Q nochmal frisst. Der Poke hat ziemlich gut Anklang gefunden, aber Samnell tankt das Ganze wunderbar weg. Score geht rein, gewinnt Zeit, benutzt seinen Ultimate, flash danach raus, ist zumindest erstmal sicher. Und Samnell, hier sehen wir es, da geht er low, zack, kriegt die Ziele in den Ultimate. Oh, hinten nochmal schön gesniped von Coco. Tja, und dann ist der Samnell halt einfach wieder full-lived. Schön gesehen, dass Coco da wirklich noch den One-for-One-Trade quasi forcieren konnte. Aber es sind halt danach alle so low gegangen, dass man nicht mehr den Inhibitor verteidigen konnte. Und das ist das Problem, dass du jetzt Bot und mit deinem Inhibitor frisch verloren hast. Gegen den Nasher, der gleich kommen wird. Und gegen den einzigen Turm auf Top Lane, der noch den letzten Inhibitor bewachen kann. Sind deine Karten gerade ziemlich schlecht gespickt? Deine Poke-Kompositionen haben keinen guten Wave-Clear und können auch gänzlich schlecht so eine Superminions abwehren. Schlechte Ausgangslage, die du da gerade gebracht wurdest. Oh Gott, Coco, sei vorsichtig, der Schaden. Oh, das Esmeralda-Ultimate trifft doch mal. Aber der Schaden war nicht genug. Aber der letzte Turm
kann jetzt gerade schnell forciert werden. Man hat halt keine Sicht nach oben. Man hat nicht damit gerechnet, dass KT so schnell an die Turm rankommt. Und die wollen natürlich auch den letzten Inhibitor haben. Lass dich nochmal ein bisschen zurückdrängen. Pio geht dann noch ein bisschen nach vorne. Ist aggressiv. Coco jetzt wieder rangenommen. Tarik Ultimate kommt, ist jetzt aktiv. Alle unsterblich. Vier Mann in der Frontline. Braum kann er ultimaten, wie er möchte. Die können keinen Schaden bekommen. Trotzdem Echo an der Stelle abgeholt. Da hat er sie ja nicht rechtzeitig geholt. Die möchte ich wohl meinen. Aber zwei... Nein, ein Catch hat man bekommen. Emperor ist derjenige, der fehlt. Auf der anderen Seite ist es der Thumbnail, der fehlt. Oh, Score, pass auf. Er hat immer noch in der Hand. Aber mit Zidane ist das durchaus möglich. Zidane Ultimate ist ja auch immer noch zur Verfügung. Und ich denke, da wird jetzt auch gleich die Rotation auf den Nash kommen. Du hast jetzt drei Inhibitoren, das heißt sechs Super-Vasallen pro Wave werden dort kommen. Und hier trappt man sogar noch. Das ist geduldig. Der gute Braum wird auch gleich Face-checken. Ich sehe es genau. Nidale lässt sich da auch nichts nehmen. Allerdings, Falle gerochen, Speer hat das Ganze gescoutet. Kein Problem dort für ihn, diese Falle zu riechen. Ist ja auch eine Katze. Ja, ein bisschen bessere Geruchssinne. Man würde sich trotzdem nicht nehmen lassen. K-Team muss jetzt einfach bloß warten. Alles, was sie machen müssen, ist warten. So, damit machen sie überhaupt keinen Fehler, sondern sie müssen bloß warten, müssen ein paar Minutes in Base gehen und dann können sie ganz in Ruhe an den Nash herangehen. Genauso, wie sie es jetzt machen. Man lässt sich sogar noch mehr Zeit. Und das Teleporten mit dazu. Man sieht schon da unten, der Maokai, der hat alle Hände voll damit zu tun, die Base zu verteidigen. Emperor auch nicht zur Stelle. Ich glaube, Chaser hofft noch so ein bisschen darauf, dass er eventuell Nash stehlen kann. Aber da geht gerade sämtliche Hoffnung dahin. Er muss sich zurückziehen. Und das sind jetzt Super-Vasallen, die an 6 an der Zahl dort reinmarschiert kommen in Base mit dem Nash-Buff. Noch viel Spaß wünsche ich euch. Namsu hat er echt schlechte Karten gerade zu verteidigen. Der Elder-Drache natürlich auch noch, der jetzt nicht in der Lage sein wird, Contester zu werden. Klar, hier hast du ein bisschen bessere Möglichkeiten, auf der Seite mit dem Speer eventuell einen Steal zu erzwingen. Beim Nash hast du halt immer die offene Seite, wenn du Blueside bist. Beim Elder Drake hast du halt immer die geschlossene Seite, über die du relativ sicher noch agieren kannst. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist trotzdem beträchtlich gering. Aber hey, vielleicht wird es das Wunder von Longzhu, sich hier nochmal zurückzuarbeiten. Aber die stehen schon alle jetzt so zusammengekuschelt. Die werden wahrscheinlich nicht schwer einfach Buddy blocken. Ja, und an der Stelle ist, glaube ich, ziemlich sicher. Das wird Nasher, das wird Elder Drake und das wären drei verfluchte Inhibitoren, die down sind. Longzhu, ich habe so die leise Ahnung, ihr werdet gleich überrannt werden. Ich glaube auch praktisch ist es da relativ wenig, was du deinem Gegner noch entgegenschmeißen kannst. Man muss überlegen, KT hat ja selbst zwei Ocean Drake, die jetzt nochmal 50% stärker werden durch den Elder Drake. Das heißt, auch gegen den Poke haben sie einen relativ guten Sustain. Plus den Nash dann noch mit dazu. Oh, da kommt die Flankierung. Maokai will den Kampf haben, das wird der finale Fight werden. Zidane wird sofort gezählt, wird hier als Ziel auserkoren. Aber das Tarik Ultimate ist unterwegs und Freunde, die sind alle unsterblich. Der letzte Turm ist gefallen. Sie können natürlich alle in die Schlacht mit reingehen. Das haben die. Einfach hinten Backdoor. Der lässt sich überhaupt nicht stören. Ihr kämpft doch. Ihr habt halt keine Türme mehr und ihr habt 6 Super-Vasallen pro Wave gegen euch. Das stört ihn überhaupt nicht. Ja, da kommt die Kindred Ultimate und ihr könnt halt keinen besiegen. Die nehmen sich einfach den Kern, dann müssen nicht mehr Kills fallen. Im Endeffekt fallen sogar noch 2 Kills. Score und Arrow, die da das Zeitliche segnen müssen. Aber sie konnten lange genug sich wieder mal unsterblich machen, um so einen Kern da rauszunehmen. Also hier wirklich, KT, absolut ekelhafte Komposition und hat sich ausgezahlt. Die KT